hat sich mit seinen Anhängern verschanzt. Unter ihnen viele Frauen und 46 Kinder. Die US-Bundespolizei FBI belagert das Farmgelände über 50 Tage, unfähig zu entscheiden und zu handeln. Zweimal gelingt dem Psychologenteam des FBI ein Verhandlungserfolg. Washington lähmen Intrigen und Machtkämpfe innerhalb des FBI den Polizeiapparat. Die neu ernannte Justizministerin verzögert klare Entscheidungen. Beteiligte und Betroffene des Geiseldramas enthüllen Einzelheiten. Bislang unveröffentlichte Tonbandprotokolle und Polizeivideos ermöglichen die Rekonstruktion der missglückten Polizeiaktion. Hilflosigkeit, Inkompetenz und Dilettantismus kennzeichneten das Versagen der Justizbürokratie mit Todesfolge. Und FBI-Mann James McGee, das war ein deutlicher Ausdruck höchster Frustration. Ich sah auf dem Videoband, dass Koresh die Kinder psychologisch für sich nutzte. Mir wurde die völlige Unschuld dieser Kinder bewusst. Ich sah, wie Koresh und seine Anhänger ihre Verantwortung als Eltern völlig außer Acht ließen. Sie haben ihre eigenen Kinder im Stich gelassen, und das ist sehr tragisch. Das Potenzial der Situation in Waco wird in Washington unterschätzt. Im wichtigen Moment der Koordination, Führung und Entscheidung versagt das FBI. Dessen Direktor, William Sessions, steht unter politischem Druck. Seine Mitarbeiter sind mit hauseigenen Intrigen beschäftigt. Die Spitze des dem FBI vorgesetzten Justizministeriums ist nicht besetzt. Zwei von US-Präsident Clinton favorisierte Bewerber blitzen ab. Erst seine dritte Wahl wird am 13. Tag des Sektendramas eingeschworen. Doch die zur Justizministerin ernannte Janet Reno ist in der Bürokratie Washingtons unerfahren, als sie die oberste Verantwortung für die Geiselnahme in Waco und die Krise des FBI übernimmt. Der ehemalige stellvertretende FBI-Direktor Oliver Buck Revell erinnert sich. Sie hatte kein Vertrauen in FBI-Direktor Sessions. Sie meinte, er sollte den Präsidenten nicht beunruhigen und sich mehr zurückhalten. Eine schwierige Situation. Sie behandelte den FBI-Direktor mit Respekt, aber wollte ihn aus dem Weg haben. Doch der dachte gar nicht daran. Damit komplizierte sich die Lage. Dreizehnter Tag der Belagerung in Waco. Die Fronten sind unverändert. FBI-Analytiker Rookstuhl beschreibt die Stimmung. Wir saßen tatenlos herum und fragten uns, Sheriff Howell und FBI-Agent Sage gehen Steve Schneider und einem zweiten Sektenmitglied Hesseln in der Gewalt ihrer Eltern und des Sektenführers Koresh. Sie geben vor, Christus zu sein, provoziert Byron Sage, den Sektenchef. Am Telefon kommt es. FBI-Chef-Unterhändler Van Zandt. Ich versuchte alle Beteiligten auf Gegenreaktionen der Sekte hinzuweisen. Ich warnte vor Verwicklungen und Fallen. Sagte, ihr versteht nicht. Der Kerl kommt.